Hallo zusammen. Der Welpe ist ja grün, als hätte er bereits seinen ersten Besuch beim hippen Hundefriseur von Paris Hilton hinter sich und wäre in dem Farbtopf gefallen. Obwohl, dann wäre er ja pink eingefärbt. Erschrecken und Erstaunen breiten sich auf dem Gesicht des Züchters aus. Zwischen all seinen weißen Geschwistern sticht der kleine Exot mit der ungewöhnlichen Fellfarbe natürlich besonders heraus. Ein bunter Hund. Wie kann das nur sein? Und vor allem, ist mit dem Welpen alles in Ordnung? Tatsächlich ist das Phänomen selten, kommt aber doch immer mal wieder vor und macht den kleinen Hund dann nicht nur sprichwörtlich so bekannt wie einen bunten Hund. Er wird zur Sensation. Mittlerweile kursieren nämlich bereits einige Fotos vom Fellnasen mit solch ungewöhnlichen Farbgebungen im Netz. Die Rasse des Hundes spielt bei dieser Felleinfärbung übrigens gar keine Rolle. Doggen, Retriever oder Mischlinge können grün zur Welt kommen. Bei so manch einem wecken diese Welpen sogar Assoziationen mit dem Übersinnlichen. Schließlich ist der Hund ja so grün wie ein Marsmenschen. Außerirdische sind die Grünwelpen jedoch natürlich nicht. Und gefährlich ist ihre exotische Fellfarbe auch nicht. Weder für sie selbst noch für ihr Umfeld. Die Farbe des Fells hat nichts mit den Umwelteinflüssen zu tun und glücklicherweise handelt es sich auch um keine Krankheit oder Mutation. Schuld an der Grünfärbung ist vielmehr das sogenannte Biliverdin, ein grünes Abbauprodukt des roten Blutfarbstoffes. Laut Tierärzten könnte sich der Mutterkuchen der Hündin bei der Geburt aufgelöst haben und noch bevor der Welpe auf der Welt war, für die Verfärbung seines Fells gesorgt haben. In den meisten Fällen betrifft es nur einen Welpen vom Wurf. Fun Fact: Den Abbau vom Biliverdin kann man sogar bei sich selbst beobachten. Nämlich dann, wenn ein blauer Fleck heilt und sich grün verfärbt. Obwohl er mit einer so exotischen Fellfarbe geboren wurde, wird der Welpe nicht sein Leben lang mit einer derartigen grünen Farbe bleiben. Da die Hündin ihre Welpen regelmäßig ausgiebig säubert, wird das Grün bereits ab der dritten Woche immer mehr verblassen und schließlich ganz herauswachsen. Das ist wie bei uns Menschen. Irgendwann sind wir auch nicht mehr grün hinter den Ohren. Die kleinen grünen Hunde-Exoten waren vielleicht für so manchen schon eine Inspiration. Denn in den sozialen Medien, aber auch auf Hundemessen sieht man es immer wieder. Hunde mit bunt gefärbtem Fell. Auch wenn es lustig aussieht, bedeutet das Färben für den Vierbeiner aber immer eine Qual. Ein langwieriger Prozess des Färbens allein ist schon Stress pur für das Tier. Angst und Nervosität können die Folge sein. Außerdem ist es möglich, dass die Farben, selbst wenn es extra für die Tiere entwickelt wurde, zu schweren gesundheitlichen Problemen wie Allergien, Hautreizungen, Verbrennungen oder Vergiftungen führen kann. Von Haarfärbemitteln, die für die Menschen bestimmt sind, sollte man immer unbedingt die Finger lassen. Hundepflege sollte immer artgerecht sein und das Färben ist es sicherlich nicht. So Freunde, was haltet ihr davon? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Das war's für heute, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn dir unser Video gefallen hat, würden wir uns riesig über einen Daumen nach oben freuen. Um keine weiteren interessanten Videos zu verpassen, klickt auf Abonnieren und wir sehen uns bald wieder.